Moje, heute mal wieder ein Tutorial von ETA bzw. über ETA, und zwar zeige ich euch mal kurz, wie die Browserbedienung vom ETA Stückholzkessel in meinem Fall funktioniert. Also ihr geht ganz normal über Firefox oder Internet Explorer oder Google Chrome oder wie die ganze Dinger hase ins Internet, geht auf meineta.at. Dann könnt ihr euch dort registrieren, und in meinem Fall ist es schon passiert. Und dann gehe ich hier ganz einfach auf Anmelde. So, dann habe ich das nächste Bildschirm. Jetzt bin ich quasi eingeloggt und gehe hier auf ETA Touch Regelung. Hier gibt es verschiedene andere Dinge, die man noch konfigurieren, einstellen kann, aber das brauchen wir jetzt nicht. Ich möchte euch nur mal kurz die Regelung zeigen. So, dann geht es nochmal weiter. Kann man dann verschiedene, wenn man jetzt mehrere ETA hat oder bedienen möchte oder kann oder darf, kann man die, sind die dann da aufgelistet. Ich habe halt bloß einer, langt eigentlich auch. Sicherheitshinweis, bla bla, braucht man nicht. Immer habe ich verstanden, Tricke. Dauert nachher Blick. So, jetzt haben wir bei mir, sehen wir jetzt original das Bild, was auch auf dem Kessel im Keller auf dem Touchpanel zu sehen ist. Ihr habt jetzt schöne Kessel abgebildet hier. Passiert im Moment gar nichts. Wir haben 50 Grad Außentemperatur, Entschuldigung. Wie ihr gesehen habt, mein Puffer ist noch zu 23%. Gut, ich könnte jetzt mal runtergehen in den Keller und könnte mal eine Feier schon ummachen, damit hier mal wieder ein bisschen Temperatur neu kommt. Zumal halt einmal warm Wasser ach, weil die Grätsch macht. So, ganz kurz wieder. Erstes Bild haben wir hier unseren Kessel. Man kann das alles voll bediene, so als ob ich ohne vorm ETA stehen würde und würde auf dem Touchpanel rumdrücken. Auf dem nächsten Reiter haben wir dann den Puffer, habt ihr schon gesehen, Ladezustand. Schön hier die drei Thermos, wie die Temperaturen sind im Speicher. Dann haben wir den nächsten Reiter, ist der Heizkreis. Ich meine, ihr kennt die Reiter ja wahrscheinlich alle, wenn ihr den ETA Touch habt. Ich will ja bloß mal zeigen, wie das funktioniert in der Browser-Version. Also ist wirklich so, als ob ihr vor eurem ETA steht. So, jetzt seht ihr hier bei mir, der Warmwasserbehälter wird jetzt gerade gespeist mit 43 Grad. Jetzt schießt er noch das bisschen, was er im Puffer hier hat. Das schießt er jetzt noch ins Warmwasser, damit er wenigstens 43 Grad hat. Also das langt eigentlich immer noch zum Duschen. Wenn man nicht gerade so ein ultra heiß Duscher ist, ist es angenehme Temperatur noch zum Duschen. Die 60 Grad ohne. Das sehen wir gleich, Brenner, ich weiß nicht, warum der jetzt eine Flamme ist, weil eigentlich ist der Brenner ausgeschaltet, der läuft bei mir nicht mit, nur im Winter in Extremfälle. So, jetzt haben wir hier die Kollektor-Geschichte, wir haben draußen auf der Platte 90 Grad, klar, jetzt haben wir hier 16, die Ausschaltdifferenz liegt glaube ich bei 6 oder 7 Grad, also wenn die draußen jetzt noch ein bisschen Luft kraxelt, dann springt dann die Pumpe an von der Kollektor-Geschichte und macht mir noch einmal in der unteren Hälfte noch einmal Warmwasser, Brauchwasser. Eigentlich geile Sache, brauche ich im Sommer überhaupt nichts zu machen im Keller. Wobei man im Sommer auch weniger Haar duschen tut, gell? So, wie gesagt, Bedienung easy, genauso als ob ich ohne im Keller davor stehen würde. Ist auch von jedem PC weltweit aus verfügbar. Wenn ich mich über mein ETA.at iLog, könnte ich jetzt sogar in China gucken, was mein Kessel hier in meinem Haus treibt. Ja, zeige hier nochmal, kann man ganz normal alle Einstellungen kann man hier sehen, kann sie auch verändern, genauso wie wenn ich ohne vom Kessel stehen würde. Ist eine geile Sache, weil ich habe zum Beispiel auf dem Telefon, wie gesehen, das andere App, auch bei meinen Videos, ist halt toll. Man sitzt im Wohnzimmer und guckt auf das App. Ah, jetzt ist gerade ziemlich Ebbe, was es der Puffer angeht. Und steige ich mal auf, gehe mal in den Keller und schmeiße ein paar Prickel drauf. Dann habe ich es wieder warm. Ja, muss nicht andauernd in den Keller rennen und direkt drauf gucken. Oder ich setze mich gerade an der PC und gucke mal kurz, was der Kessel treibt. So, im Großen und Ganzen war es das jetzt schon. Wollte eigentlich bloß mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Ist genauso aufgebaut, beziehungsweise es ist das Ebenbild von dem, was unten im Keller auf dem Touch zu sehen ist.
original alles so zu bedienen, wie es auch auf dem Touch zu bedienen ist. Stellenweise finde ich es ein bisschen bequemer. Man kann hier schön mit der Maus hantieren, kann die ganzen Dinge einstellen. Ja, das war's, was ich euch mal zeigen wollte, wie das in der Browser-Version aussieht. Also, macht's gut, viel Spaß beim Heizen, tschüssi, ciao.